Hallo, das ist das erste Video in einer neuen Miniserie, die zeigt, wie man eine einfache, aber effektive Einkaufsanwendung in Excel erstellt. Und nehmen wir mal an, wir sind jetzt ein Großhändler von Spielwaren und für dieses erste Video nehmen wir auch an, dass wir nur ein Produkt vertreiben. Okay? Und unsere Kunden sind hier in dieser Tabelle da, Kundendaten. Und oh, da ist was hier. So, und das sind die Kunden und das sind die Rabatte, die mit jedem Kunde assoziiert sind. Und bei Daten 1 haben wir für das eine Produkt, das wir vertreiben, haben wir dann gewisse Stückpreise, die je nach Menge sich ändern. Also das heißt, bei Menge 1, also wenn ich ein Produkt bestelle, muss ich 15 zahlen pro Stück. Wenn ich ab 10 zahle ich dann 12 pro Stück, ab 100 zahle ich dann 9 pro Stück und ab 1000 zahle ich dann 7 pro Stück. Okay? Und Sinn der ganzen Anwendung ist in dem Fall, erstmal, ich will hier den Kunde eingeben, das soll automatisch der Rabatt erscheinen. Ich will dann hier auch die Bestellmenge eingeben, dann soll hier automatisch der Stückpreis erscheinen, je nach Bestellmenge. Und dann im Endeffekt soll der Rechnungswert erstellt werden. Ja? Der Rechnungswert ist quasi die Bestellmenge mal Stückpreis und dann wird der Rabatt auch abgezogen. Okay, fangen wir mal an. Die Kunden habe ich ja alle hier in einer Liste, von daher ist da keine Notwendigkeit, dass man den Kunde manuell eingibt mit der Tastatur, sondern man kann hier einen Dropdown machen. Ich habe das Thema Dropdowns schon in ein paar Videos, in vorige Videos behandelt. Wenn einer mehr Details will zu dem Thema, könnt ihr euch die Videos von damals, sind vor kurzem, anschauen. Jetzt einen Dropdown zu erstellen, wir gehen über Daten, Datenüberprüfung und wir gehen auf Liste. Und die Quelle ist in dem Fall bei Kundendaten und dann hier wählen wir die ganze Spalte. Okay. So, da haben wir dann, hier kann man jetzt die Kunden auswählen. Okay. Jetzt der Rabatt, wie rechne ich einen, oder wie kriege ich einen Rabatt raus? Der Rabatt, das ist jetzt ein klassischer Fall für den S-Verweis, weil wir hier, wir wissen den Kunde, aber wir wollen den Rabatt. Das ist wieder so, das ist so ein richtiger klassischer Fall für S-Verweis. Und deswegen werden wir die Funktion S-Verweis benutzen. Und das ist hier über den Funktionsassistent. S-Verweis ist unter zuletzt verwendet, in meinem Fall jetzt. Natürlich, ihr findet es entweder unter alle oder unter Matrix. Und S-Verweis, da ist sie. Okay. S-Verweis jetzt. S-Verweis funktioniert so wie eine Art Telefonbuch, wo man. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach dem Jochen Schmidt im Telefonbuch suche. Erste Frage ist, was ist das Suchkriterium? Wenn ich das Telefonbuch aufmache, nach was kann ich suchen? Von diesem Jochen Schmidt weiß ich ja gar nichts außer seinen Namen. Also muss ich nach Jochen Schmidt suchen. Genau hier geht es uns mit den Kunden. Über den Kunden weiß ich nur seinen Namen. Ich weiß nichts, ich will jetzt einen Rabatt haben, aber ich kenne nur den Namen. Also das ist das Suchkriterium der Name. Matrix ist quasi unser Telefonbuch, wo sind unsere Daten? Das ist dann hier, die Tabelle, und ich wähle dann diese Spalten, die meine Daten beinhalten. Okay, jetzt kommen wir zum nächsten Spaltenindex, und zwar in welcher Spalte sind die Informationen, die ich benötige? Ich benötige in dem Fall den Rabatt, und der ist in Spalte 2, ja, 1, 2. Okay, so, jetzt kommen wir zum letzten Bereich Verweis, und zwar im Bereich Verweis muss man sich immer fragen, kann ein Kunde existieren zwischen A, B, C und D, E, F hier? Kann einer existieren? Eigentlich nicht. Entweder ist man Kunde A, B, C oder man ist Kunde D, E, F oder man ist Kunde G, H, E und so weiter. Ja, man kann nicht zwischen zwei Kunden existieren. Und deswegen schreibt man hier bei Bereich Verweis in dem Fall falsch. So, und da habe ich jetzt meinen Rabatt. Also JKL, der Kunde JKL hat 9% und das ist genau richtig. Probieren wir es mal mit einem anderen Kunde, ABC zum Beispiel, und der hat 23%. Also, da haben wir die Rabatte richtig. Jetzt wichtig ist, das ist das erste Prinzip bei S-Verweise, ist, dass die Daten im, ich mache mal die S-Verweis-Funktion wieder auf, dass die Daten im Suchkriterium sind vom selben Typ wie die Daten wie die erste Spalte in der Matrix. Ja, das heißt, bei uns, wenn man das genauer betrachtet, der Suchkriterium ist quasi ein Kundenname und die erste Spalte in so einer Matrix beinhaltet
eigentlich Kundennamen. Ja, weil wie der S-Verweis funktioniert, ist folgendes. Er nimmt sich das So-Kriterium, in dem Fall der Kundenname, geht drüber zur Matrix und sucht in der ersten Spalte, wo ist dieser Kundenname? Ah, da ist er. Der S-Verweis muss jetzt in dem Fall den Inhalt der zweiten Spalte abgeben, also geht er rüber zur zweiten Spalte und gibt diese 23% ab. Okay? Deswegen ist es sehr wichtig, dass die erste Spalte im Matrix vom selben Typ ist wie das Suchkriterium. Ja, das ist sehr wichtig, wenn man jetzt seine eigene Daten aufbauen will und seinen eigenen S-Verweis benutzen will, muss das Suchkriterium identisch oder vom selben Typ sein wie die erste Spalte im Matrix. Ja, das ist das erste Prinzip bei S-Verweisen, das muss man sehr beachten. Okay, gut, jetzt kommen wir zur Bestellmenge. Ich gebe mal jetzt irgendeine Menge rein, zum Beispiel 57, und jetzt soll der Strickpreis hier erscheinen. Hier ist wieder dasselbe Thema wie vorher. Ich habe die Bestellmenge, ich weiß genau, wie viel die Bestellmenge ist, mir fehlt der Strickpreis. Und da habe ich dafür eine Tabelle hier, die mir den Strickpreis ermitteln soll. Und daher benutzen wir auch wieder hier den S-Verweis. Ja, selbe ist wieder so eine Art Telefonbuch. Ich weiß, die 57 ist die Bestellmenge, was wäre der Stückpreis? Da gehe ich wieder her, Funktionsassistent, suche mal unter Matrix den S-Verweis, da ist er. Und jetzt geht's los. In dem Fall, was ist mein Suchkriterium? In dem Fall weiß ich ja, das Einzige, was ich über diese Bestellung weiß, ist die Menge. Also, das ist mein Suchkriterium. Wo ist meine Matrix? Wo ist mein quasi Telefonbuch? Das ist hier Daten 1 und dann diese zwei Spalten markieren. Was will ich in dem Fall? Ich kenne die Bestellmenge, brauche den Stückpreis. Also meine Daten, die Daten, die ich brauche, quasi der Stückpreis, sind in Spalte 2. Und jetzt hier kommen wir zur nächsten Frage, und zwar Bereich Verweis. Wenn ich mir hier die Daten wieder anschaue, kann eine Bestellmenge zwischen 1 und 10 existieren? In dem Fall ja. Ich könnte zum Beispiel 3 Stück bestellen oder 5 oder 7 Stück. Ja? In dem Fall kann eine Bestellmenge zwischen 1 und 10 bestehen, und daher schreibt man hier wahr. Okay? Weil hier können Mengen bestehen zwischen unterschiedlichen Punkten, was vorher bei den Kunden nicht möglich war. Und deswegen schreibt man hier wahr. Und okay. So, dann habe ich Stückpreis von 12. Das heißt, die Bestellmenge 57 ist quasi das da hier, also ab 10. Dann kriege ich den Preis ab 10, weil ich bestelle 57. Das heißt, ich habe mehr als 10, aber nicht mehr als 100. Deswegen zahle ich den 10er Preis hier. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel eine andere Menge eingebe, zum Beispiel 3, 5, 6, dann ist der Stückpreis 9, weil jetzt zahle ich den ab 100 Preis. Ja, die 9 anstatt die 12 von vorhin. Okay? Jetzt, hier ist ein zweiter wichtiger, also der erste wichtige Punkt, habe ich gesagt, dass das Suchkriterium, das sieht man hier wieder auch, das Suchkriterium ist eine Bestellmenge und die erste Spalte in unseren Daten sind auch Bestellmengen. Die sind identisch. Das war das erste Prinzip bei S-Verweisen. Und das zweite Prinzip bei S-Verweisen ist, wenn man einen S-Verweis hat, wo der Bereichverweis wahr ist, müssen die Daten sortiert sein, und zwar aufsteigend nach der ersten Spalte. Okay? Das heißt, in dem S-Verweis war hier der Bereichverweis falsch, und das ist es egal mit der Sortierung der Daten, spielt keine Rolle. Aber bei diesem S-Verweis ist Bereichverweis wahr, und deswegen müssen die Daten nach der ersten Spalte aufsteigend sortiert sein. Weil, nehmen wir an, ich tue sie jetzt anders sortieren, ich mache sie jetzt absteigend. Und da sieht man jetzt hier, mit 3, 5, 6 zahlen wir 15 Euro, aber eigentlich müsste ich ja die 9 zahlen. Ja, das stimmt nicht. Und noch was, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Menge gebe wie 7, kommt hier NV, also so ein Fehler, und das stimmt nicht. Ich meine, ich müsste eigentlich 15 bezahlen. Und das liegt an der Sortierung, weil die Daten nicht richtig sortiert sind. Deswegen müssen die Daten, wenn man Bereichverweis wahr hat, muss man die Daten nach der ersten Spalte aufsteigend sortieren. Und dann funktioniert das. Okay, das sind zwei wichtige Prinzipien von S-Verweise. Erstens, Suchkriterium muss vom selben Typ sein wie die erste Spalte im Matrix. Und zweitens, wenn man Bereichverweis wahr hat, müssen die Daten im Matrix nach der ersten Spalte aufsteigend sortiert sein.
Okay, das sind die zwei wichtigen Prinzipien, dann funktioniert jeder S-Verweis. So, und jetzt kommen wir zum letzten Thema, nämlich den Rechnungswert. Rechnungswert ist ganz einfach. Das ist einfach eine Multiplikation von Bestellmenge mal den Stückpreis. Okay, das ist jetzt, und dann muss man noch den Rabatt einbeziehen. Also, machen wir hier Klammern vorne und hinten. Mal, Klammer auf, 1 minus den Rabatt. So, und das ist, was der Kunde als Rechnungswert kriegt. Und hier, wenn ich jetzt automatisch die Menge, machen wir wieder die 3, 5, 6, die Menge ändern, geht der Stückpreis runter und das ist dann der neue Rechnungswert. Okay? Das zahlt dieser Kunde, wenn ich jetzt einen anderen Kunde wähle, zum Beispiel der MNO, der Nullrabatt hat, der zahlt dann den vollen Preis. Und im nächsten Video werden wir dann mehrere Produkte in unsere Datenbank haben, nicht nur das eine. Und da sehen wir dann, wie man das so gestalten kann.